Hallöchen Leute, heute geht es mit Vi und Lajos nach Phetchaburi. Und ihr wisst ja, dass ich seit langer Zeit für einen Daihatsu Mira schwärme und eventuell wäre es dann doch Zeit, mich mal auf ein Auto umzustellen. Und hier ist das gute Stück, Daihatsu Mira, Baujahr 2010, kleine Ladefläche und wurde komplett umgebaut und ja, restauriert sozusagen mit Turbolader. Schicke Felgen drauf. Also da ist eigentlich das Fahrzeug, was so für mich in Frage käme. Breitreifen drauf. Wir haben auch eben schon eine Probefahrt gemacht. Etwas laut zugegebenermaßen, aber auch innen alles neu. Lenkrad, so Sportsitze. Hinten ein bisschen beengt, aber die Wii ist eben mitgefahren. Das geht noch. Hier alles mit Aluminium oder Edelstahl verkleidet. Und da ist der Verkäufer. Und schaut euch mal den Motorraum an. Alles sehr sauber verarbeitet. Also gefällt mir gut. Sicher, Baujahr 2010 und hier sind so kleine ja, vom Spachtelmasse her. Und man muss denken, das ist ja ein vollkommener Umbau. Ist ja normalerweise ein geschlossenes Fahrzeug. Und wie ist begeistert, ne? Ist ja süß. Klein, aber fein. Naja, ich finde nicht schlecht. Ich muss da wirklich mal drüber nachdenken. Ist natürlich mal wieder ein kurzes Video heute. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ich denke da mal drüber nach. Und, er hat Turbo. Bitte? Und er hat Turbo. Ja. Ja, vielleicht wäre es Werkzeit, sich auf ein Auto umzurüsten hier mit dem kleinen Ding. Und hier ist übrigens noch eine Abdeckung bei. Die bekäme ich dann auch noch dazu. Wir sind bei Lajos angekommen auf dem Gelände und wie brät jetzt noch ein paar Frikadellen, dann geht es zu mir nach Hause. Also den Autokauf oder generell einen Autokauf werde ich mal gut überlegen. Das Fahrzeug der Mira ist in einem guten Zustand für das Baujahr. Mit den Kleinigkeiten, der linke Sicherheitsgurt rollt sich nicht auf und ein paar Spachtelarbeiten. Und ein bisschen Lack abgeplatzt, aber ich meine, ist kein neues Fahrzeug. Würde mich schon interessieren, der Wagen. Hat allerdings nur 600 Kubikzentimeter, Turbolader allerdings. Bin mit dem Besitzer dann ein bisschen rumgefahren, auch auf die Hauptstraße raus. Ist relativ schnell, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich muss mir noch mal ganz gut durch den Kopf gehen lassen. Was mir ein wenig abschreckt, ist auch der hohe Kaufpreis von 230.000 Watt. Also das will gut überlegt sein. Mal sehen, wie ich mich entscheide und ich müsste ja auch noch einen Autoführerschein machen, den ich noch nicht habe und mal abwarten.